Herzlich willkommen zurück zu Endzone World Apart. Ich bin die Miri und ja, wir sind zurück in unserer Siedlung, wo wir allmählich einige Probleme wirklich in den Griff bekommen. Also Strahlenschutz ist definitiv auf einem besseren Weg. Es hat schon mal was gebracht, dass wir das jetzt auch im Strom haben. Es sieht auch im Moment nicht so aus, als würde der Stoff gleich signifikant runtergehen. Einer der Sondierer hat gerade keinen Arbeiter. Wahrscheinlich sind wieder Leute gestorben oder so. Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei den Jägern ausgerechnet einer gestorben ist. Dadurch kann ich jetzt diese Statistik gar nicht so richtig ernst nehmen, weil ich nicht so richtig weiß. Ich weiß nicht, wann das passiert ist und so. Also ich lasse es erstmal so. Wir haben jetzt halt einen Jäger. Da sehen wir ja auch, wie produktiv er ist. Wir müssen das ein bisschen länger beobachten. Parallel dazu würde ich auch schaut mal bei den Hirten. Oh, da haben wir nur noch 3 von 9. Da könnten wir mal reinschauen. Es scheint im Moment nicht so viel zu passieren. Ich sollte vielleicht wirklich ein paar Hirten mehr haben. Ja. Ich glaube, die haben schon mal mehr produziert. Okay. Also. Ich mache mal 3 weitere Hirten. In der Hoffnung, dass es hier schon mal was hilft. Ja. Geht es gerade wieder überall ein bisschen runter? Ist wieder jemand gestorben? Ein Fischer, wie es aussieht. Tja. Ansonsten haben wir gerade die Quest, die Handweberei zu erforschen. Ja, die sind natürlich schon ganz gut dabei, hier die Ressourcen ranzuholen. Ihr wisst, das dauert immer Ewigkeiten, bis sie das geschafft haben. Wenn wir es auf die höchste Zufriedenheits-Zuversichtsstufe schaffen, dann werden sie schneller. Dann gibt es ein höheres Bewegungstempo. Das dürfte auch schon mal einiges helfen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal, diesen befestigten Weg zu erforschen. Allerdings, ich sehe schon, das wird ein wenig dauern, bis wir da sind. Ist jetzt nicht unbedingt das Nächste, was wir schaffen werden. Ja. So, die Expedition ist auf dem Rückweg. Das war ja gerade nicht so erfolgreich, weil die irgendwie keine Schrottwerkzeuge mitgenommen hatten. Frecherweise. Habe ich eigentlich gedacht, ich hätte sie ausgerüstet. War wohl doch nicht so der Fall. Ja, ja, die sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit oben. Ich setze die wieder runter auf 1. Der hier ist bei... Na, sie haben es fast geschafft. Da bleiben wir noch kurz dabei. Und ja, hier fehlt noch einiges an Wasser, aber ich meine, wir haben ja genug Möglichkeiten rundherum, ne? Wo er Wasser herbekommen könnte. Habe ich gleich mal den Radius ein bisschen angepasst. Ja, jetzt heute haben wir halt keinen Regen. Das heißt, die Regenspeicher produzieren nicht weiter. Die haben uns jetzt schon auch einiges gebracht, die letzten Tage. Hier scheint es irgendwie auch nicht so richtig voranzugehen. Wir haben im Moment auch ein bisschen wenig Wasserträger. Da sind ziemlich viele gestorben. Und dadurch hat sich das jetzt so ein bisschen ergeben. Also wir brauchen einen Sondierer noch. Ja. Und ich fürchte, auch ein Totengräber wäre nicht verkehrt. Weil es sterben im Moment einfach sehr viele. Und wir wollen nicht, dass hier eine Seuche ausbricht. Oh, schaut mal, die durchschnittliche Überstrahlung aller Siedler ist auch nie runtergegangen. Entweder sie sind mittlerweile alle gestorben. Oder es liegt einfach daran, dass unser Strahlenschutz insgesamt besser geworden ist. Ist natürlich auch möglich. Was macht denn der Strom hier? Will der vielleicht mal vorangehen? Das Bauen dauert schon lange, ne? Ein bisschen Metall braucht er hier noch. Und dieser Mast... Ja, der braucht noch diverse Sachen. Aber ja, ich meine, an sich ist natürlich erstmal wichtig, dass wir überhaupt noch mal mehr Strom haben. Erst wenn wir mehr Strom haben, können wir auch sinnvoll dieses Forschungszentrum hier mit anschließen. Und ich denke, dann würde auch hier noch ein weiterer von den Recyclern mit angeschlossen werden. Ich glaube, der Strom müsste reichen dafür. Der hier übrigens bräuchte 300 Strom, also der würde allein schon so ein Windkraftwerk quasi brauchen. Daher. Ich weiß aber gar nicht, was bringt denn das überhaupt, hier Strom ranzumachen.
Verringerte Zeit bis zur Ankunft des nächsten Händlers. Da weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so positiv ist, weil... Also auf der einen Seite natürlich schön. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen nervig, wenn ständig einer da ist. Beziehungsweise man muss ja dann auch Handelswaren haben. So, die Expedition ist wieder da. Wir öffnen das Fenster wieder. Und ich würde jetzt gerne nochmal zu diesem Gebäude hingehen, zu dem Kramladen. Da stellen wir jetzt eine Expedition auf. Wir brauchen natürlich die richtigen Leute. Also Anthony ist schon mal gut, weil er hat nämlich auch noch einen Erforscher. Abzeichen. Und dann nehme ich noch jeweils einen davon mit. Und jetzt aber bitte wirklich Schrottwerkzeug. Ich will, dass ihr das dabei habt. 3, 4, 5. Wie viel Aktionspunkte? Ach, die haben nur 3 auf Lager. Das kann ich irgendwie kaum glauben. Ja, aber ich meine, wir brauchen schon ein paar Aktionspunkte, glaube ich. Dann müssen sie erst produzieren. Das tut mir echt leid. Ja. Wenn ich aber jetzt Xenia noch mitnehme, dann brauchen sie gleich viel mehr. Ne, wir probieren es so. So, dann hätte ich noch vielleicht was zu erkunden. Hier. Da schicken wir mal den Kundschafter hin. Siedler ohne Schutzkleidung. Einer noch. Aber wir haben einige Aktivkohlemasken. Also ich glaube, das wird allmählich. Ich habe auch mittlerweile den Verdacht, dass die zwischendrin mehr brauchen, wenn viele Kinder geboren werden. Ist so mein Verdacht. Weil die ja dann auch erstmal Schutzkleidung brauchen. Das ist sozusagen die Erstausrüstung, die da ein wenig mit reinspielt. So meine Vermutung, ne? Also... Ich kann hier auch leider nur Vermutungen anstellen, weil mir da auch manchmal die Infos fehlen. Ich habe ja jetzt gerade ein paar Leute, die hinzugekommen sind. Dann machen wir mal noch einen Fischer mehr. Essen brauchen wir immer. Wir brauchen auf jeden Fall Wasserträger. Denn das Wasser geht runter. Wie sieht's hier aus? Das geht jetzt aber wieder nach unten. Also es wird im Moment mehr verbraucht. Das heißt, ich brauche hier vielleicht doch noch eine weitere Arbeitskraft. Da reicht einer im Moment nicht aus. Also letztlich versuche ich das natürlich irgendwann so auf einen Wert einzupegeln, bei dem ich dann nicht die ganze Zeit nachschauen muss. Aber das sind jetzt für mich auch erstmal Erfahrungswerte. So, die Birnen sehen ganz gut aus. Ja, ich meine, hier wird jetzt auch gerade sehr fleißig geerntet. Also Nahrung mache ich mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen. Das nächste Sorgenkind ist dann wieder das Wasser. Ja, ich meine, es regnet jetzt auch nicht. Da kommt natürlich durch die Regenspeicher nichts weiter rein. Das sind alles so Sachen, die dann natürlich auch eine Rolle spielen. Habe ich hier eigentlich einen Weg hin? Ich fällt gerade ein, ich wollte auch die Kamera jetzt immer so rumdrehen, weil das hier Norden ist. Und das hier unten Süden. Aber irgendwie... Ich meine, der macht das auch automatisch. Also ich starte ja auch nicht so rum, sondern andersrum. Deswegen ist es schon ein bisschen eigenartig, dass er das dann nicht nordet. Achso, das ist eine Windradruine. Interessant. Es gibt schon spannende Sachen hier zu sehen. Und theoretisch kann man sich natürlich auch komplett über die gesamte Karte hier ausbreiten, ne? Okay. Wie geht's voran? 24 brauchte ich. Ich hab doch 23. Das geht doch total schnell. Die Erforscher versammeln sich. Und wehe, ihr nehmt diesmal nicht das ganze Zeug mit, ne? Dann werde ich aber fruchtig. Ja, ich meine, Anthony ist natürlich auch schon ein alter Erwachsener. Und Carla auch. Okay. Oh.
Der hier ist fast voll. Es wird vielleicht doch langsam Zeit, dass wir das hier upgraden. Wir hätten jetzt auch genug Material dafür. Dann mache ich das direkt mal. Wenn wir jetzt hier den Bus direkt mal upgraden. Okay, da muss ein bisschen Holz, ein bisschen Schrott. Das muss eigentlich von allem etwas ein bisschen dahin. Elektronik ist klar, die wird ja nur hier unten produziert. Wundert mich insofern nicht. Und da fehlt schon wieder ein Sondierer. Es ist unglaublich, da ist schon wieder jemand gestorben. Ja, das muss dann jetzt so kurz bleiben. Ich muss jetzt erstmal darauf warten, dass hier ein paar Kinder erwachsen werden. Ja, wie ich schon befürchtet habe, hat der sich nicht direkt mit dem verbunden. Also brauche ich hier auch wieder einen Strommast. Sehr unerfreulich. Wie weit kann ich denn das hier? Achso, nee, wenn ich den hier mit dabei haben will, ist das der letzte Ort, wo es geht. Ich mach's mal so. Genau in die Mitte. Ach, so. Der Strom reicht jetzt natürlich nicht mehr aus, weil der hier mit verbunden ist. Dann machen wir hier kurz nochmal den Strom aus. Wir haben das bisher noch nicht. Sobald das hier steht, können wir das Forschungszentrum mit anschließen. Achso, die haben sie natürlich jetzt auch damit verbunden. Das geht so nicht. Tut mir echt leid. Kann man eigentlich irgendwo alle auf einmal ausschalten oder so? Geht das, wenn ich hier Umschalt drücke? Nee, ne? Schade. Ja, hier sieht man alles in bester Ordnung. Da kommt mein neuer Händler. Wer ist es denn diesmal? Steht das hier irgendwie drauf? Irgendwie ein Totenknochen. Das sieht schon wieder sehr einladend aus. Ach, sieh hier. Das ist echt kein schöner Anblick von hier oben. Zur Durchreise kann man hier aber schon mal anhalten. Immerhin bezahlt ihr halbwegs anständig. Ja. Also, wie gesagt, wenn man deren Ruf verbessert, dann bekommt man ein bisschen bessere Sachen. Jetzt überlege ich natürlich, was kann ich ihr denn verkaufen? Wir haben übelst viel Schwefel, sehe ich. Wie wäre es denn, wenn wir ihr 70 Schwefel geben und mal schauen, was wir dafür bekommen? Also, wir bekommen einige Atemschutzmasken. Oder wir würden vielleicht auch ein paar Jodtabletten bekommen. Davon sogar ein paar mehr. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn wir davon dann wenigstens ein paar mal hätten. So vielleicht. Und dann geben wir ihr noch ein bisschen Essen mit, weil wir davon ja gerade relativ viel haben. So. Ich hätte gerne 50 Jodtabletten. So. Das müsste eigentlich ein ganz guter Handel sein. Das ist ein guter Handel. Und damit müsste sich eigentlich ihre Das Meinung ist von uns akzeptabel. verbessern. Mit so einem Angebot erkauft ihr euch auf jeden Fall die Chance, dass ich euch beim nächsten Raubzug was zur Seite lege. Ist aber kein Versprechen. Also nervt mich nicht. Okay, wir schließen den Handel ab. Und eigentlich müsste sich jetzt ihre Meinung von uns verbessern. Bisher noch nicht. Naja, wir werden das ja sehen. Wir müssen es ein bisschen beobachten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sich der Handel dann so weit verbessert hat, weil, wie gesagt, je besser ihre Meinung von uns ist, desto bessere Sachen bietet sie uns an. Und es könnte sein, dass da auch mal das eine oder andere richtig coole dabei ist. So, Expedition. Die versammeln sich immer noch. Mittlerweile müssten sie aber eigentlich alles haben. Na, geht's jetzt hier mal langsam los? Warum dauert denn das immer so lange, bis die sich hier versammelt haben?
Unsere Forscher melden große Erfolge. Die neuen Ergebnisse werden sicher nützlich sein. So, großartig. Das gab noch wieder 10% Zufriedenheit. Die Expedition, aha, sie haben sich jetzt versammelt und jetzt sammeln sie ihr Zeug ein. Ja, Expeditionsrationen reichen, Schrottwerkzeug sollte auch reichen. Sie müssen es nur mitnehmen. Und jetzt können wir mal eine neue Quest annehmen. Forschung mache ich jetzt erstmal nicht. Neue Medizin. Ich bin schon neugierig, was das ist, ne? Ich probiere das mal. Unsere Ärzte experimentieren mit einer neuartigen Medizin. Ich soll dich fragen, ob wir ihnen mehr Material für ihre Forschung bereitstellen können. Verstanden. Ah, 316 Medizin sollen wir herstellen. Das sollte ja eigentlich machbar sein, ne? Wie viel Zeit haben wir? 5 Saisons. Easy peasy. Kranke Überlebende. Ach so, da würden wir neue Leute dazu bekommen. Ja. Übrigens stehen wir jetzt wieder auf wachsender Bevölkerung. Anscheinend haben wir jetzt so eine Schwelle wieder überschritten. Ein bisschen im Blick behalten, dass es nicht zu viel wird, ne? Aber ich meine, naja, wir haben jetzt ja nicht weitere Häuser gebaut, also wie viel soll das schon werden, ne? Was macht der Ausbau? Geht langsam voran. Ausgerechnet dieses Ding, das mit Strom versorgt ist, das hat wieder keinen Arbeiter, ja? Sehe ich das richtig? Jetzt hat er sich hier wieder verbunden. Das soll er ja mal gar nicht machen. Wir haben 900 insgesamt. 300, 400, 500, 600. 700. Warum hat er denn hier jetzt wieder Strom? Das gibt's doch nicht. Den soll er doch gar nicht nehmen hier. Und was ist jetzt hier manchmal das Problem? Stromausfall? Hä? Mach das hier gefälligst aus. Jetzt haben wir's. Ach so, natürlich, er hat diesen Mast hier gebaut und der hat er sich jetzt hier verbunden. Dadurch hatten wir jetzt vorübergehend ein bisschen wenig. Aha. Ja, manchmal, ne? Manchmal ist es so. Jetzt brauchen wir hier diesen Mast. Ja, das wird schon so seine Zeit dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also so ein bisschen langsam ist das hier schon alles, ne? Ich meine, es kann doch jetzt eigentlich nicht so schwer sein, hier diese Expeditionsration, die sie ja eigentlich hier haben, ja? Die sind ja hier im Lager. Meine ich zumindest. Und das Schrottwerkzeug sollte jetzt auch nicht so weit weg sein, denn die Produzenten sind ja alle hier. Na gut, aber vielleicht kommen sie im Moment nicht so richtig hier ran, ne? Ja, weiß ich nicht, ne? Ja. Geht auf und ab mit der Bevölkerung. Wir brauchen einen Techniker mehr. Oh, die Kräutersammler, Leute. Die Kräutersammler gehen uns aus. Ausgerechnet die werden jetzt hier immer weniger. Ist direkt wieder einer gestorben. Es sind aber wieder ein paar erwachsen geworden. Also. Nochmal 2 Kräutersammler und 2 Wasserproduzenten. Wasserträger, besser gesagt. Es fehlt auch ein Brunnenwart. Okay. Auch das ist eine wichtige Sache. Dann hier nochmal 2. Ein Schneider mehr. Und wir brauchen noch einen Sondierer. Also jetzt... Man merkt schon, es wird langsam ein bisschen eng hier. Noch ein Sondierer. Na kommt schon. Jetzt müssen aber wirklich einige erwachsen werden hier. Huch. Achso, es regnet. Und eine Dürre ist im Anmarsch.
Ja, der Regenspeicher produziert jetzt dummerweise gerade kontaminiertes Wasser. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Dann machen wir mal lieber vorübergehend aus. Handel ist abgeschlossen. Sehr gut. Sehr gut. Die Fabrik. Das ist mal ein großes Gebäude, Boss. Auf der Vorderseite prangt ein Symbol, sieht aus wie ein Dach mit Punkt auf oder ein offenes Dreieck. Wo? Der Vorderseite? Wo ist die Vorderseite? Ah, hier. Aha, okay. Muss sich um das Logo deines Konzerns handeln. Die Leute haben das früher wohl sofort erkannt. Jedenfalls scheinen das hier die Überreste einer Fabrik zu sein. Schornsteine, Maschinen, Lagerhallen, aber kein Hinweis darauf, was hier produziert wurde. Nichtsdestotrotz lohnt ein Abstecher hierher bestimmt, wenn ein paar Technikprofis mit entsprechendem Werkzeug dabei sind. Schicken wir den Kundschafter direkt mal weiter. Auch wieder so ein reizendes Gebäude hier. Ey, Leute, unser Essen, das ist schon wieder am Limit. Dann gehe ich noch höher. Denn wir können an sich nie zu viel Essen haben, ne? Oh, schaut mal, das Siedlungszentrum ist fertig. Ah ja, sehr schick. Sehr, sehr schick. Weiter verbessern kann man es nicht. Das ist also die höchste Stufe. Ist aber auch okay. Alles gut. Oh, jetzt habe ich ein paar Leute hier. Ja, ich setze ein. Zwei Kräutersammler noch. Da sind wir ja gerade ganz gut dabei. Lehrer muss nicht unbedingt sein. Logistiker sollte ich vielleicht doch noch den ein oder anderen mehr haben. Ich mache mal 12 insgesamt. Dekontaminierer, auch keine dumme Sache. Dann noch einen Bauern. Die zwei behalte ich erstmal für den Fall der Fälle. Was ist denn hier voll? Die Essensausgabe ist voll. Naja, gut, aber das hatten wir ja schon runtergesetzt. Also, da hat alles seine Richtigkeit. Und der hingegen, der ist irgendwie nicht wirklich voll. Der braucht noch ein bisschen mehr. Und die hier sind auch voll. Ach so, der könnte vielleicht auch ein bisschen mehr gebrauchen, ne? Wir machen jetzt mal 130. Moment, das ist zu viel, Leute. Wir machen jetzt mal 60 Dekontaminierungskits. Die darf er maximal haben. So. Der Strommast steht. Wir haben etwas mehr Strom. Also jetzt wird die Forschungsstation angeschlossen. Und jetzt erwarte ich aber auch, dass hier die Produktivität steigt, ne? Wo sehe ich denn das überhaupt? Ich dachte immer, ich würde das irgendwo sehen. Was, die sind nicht angeschlossen? Wie das? Verbraucher. Doch, die sind angeschlossen. Jetzt. Höhere Forschungsgeschwindigkeit. Wie viel höher, sagt er uns nicht. Aber ich erwarte, dass es auf jeden Fall schneller gehen wird. Das wäre auf jeden Fall nett. So, jetzt haben wir im System, lass mal kurz gucken, 150 Energieüberschuss. Das heißt, ich kann noch einen Sondierer mehr anschließen. Das wäre dann der hier. Und 50 Strom hätten wir über. Die Experimente unserer Mediziner scheinen erfolgsversprechend zu sein. Die Ärzte brauchen aber noch einige Materialien, um sicherzugehen, dass alles glatt läuft. Verstanden.
Wenn wir durch die Wälder streifen und nach weiteren Heilkräutern Ausschau halten, hier finden wir eventuell etwas, das uns hilft. Jetzt wollen sie 350 Heilkräuter. Dafür bekommen wir Medizin, Schwarzwurzel und Forschung. Das ist richtig gut. Naja, wir haben ja eigentlich genug Kräutersammler. Daran sollte es nicht scheitern. Ja. Ein Wasserträger mehr. Das ist das Wichtigste. Ist unser Forschungsteam mal. Nee, die sind immer noch nicht unterwegs. Wann wollten ihr vielleicht mal das Schrottwerkzeug holen? Wie wär's? Wo befindet sich das? Wir haben auch gar nicht mehr so viel Schrottwerkzeug, ne? Was ist denn da los? Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen Schrottwerkzeug herstellen? Wäre nett. Ich werde die mal vorübergehend hier auch auf Schrottwerkzeug umstellen. Damit die Sache ein bisschen flotter vorangeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hoffentlich mit der Expedition weitergeht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.